Herzlich willkommen zu einem neuen, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen hier und jetzt. Heute, ganz aktuell, geht es weiter an diesem Bus. Na, das macht bestimmt Geräusche hier immer, die Handyhülle, ne? Naja, egal. Wir wollen jetzt Attacke geben. Einmal muss ich euch noch nerven, genau mit dieser Kante hier. Ich habe ja gesagt, das mache ich jetzt alles in Ruhe fertig und ihr seht das beim nächsten Mal fertig. Ich habe gelogen, Alter. Ich habe nämlich hier ja alles schön freigeschliffen im letzten Video noch, wie ihr gesehen habt. Diese Kante, dieses dicke Blech hier, das muss aber gar nicht freigeschliffen werden, das muss ab. Quasi. Das heißt, ich muss, ja, hier ist nochmal ein doppeltes Blech. Das ist jetzt hier quasi das Blech. Von diesem Blech ist hier noch drauf. Seht ihr das? Da, das ist noch drauf. Und da, nur dahinter ist dieser Lüftungskasten. Und nur den soll ich haben. Jetzt wisst ihr das nochmal. Trotzdem mache ich mich jetzt hier gleich dran und gebe hier Gas, leg das frei. Werd dann mal die Flex ansetzen und auch hier mir den Rost freischneiden. Außerdem habe ich euch komplett vergessen zu sagen, dass ich hier auf der Front beim letzten Mal auch noch ordentlich drauf rumgekloppt habe. Habe mich hier so ein bisschen mehr um diese Kontur gekümmert und so. Hier, guck mal, wie der Topf hier, ne, diese Sicke, das ist so ein bisschen mehr in Form gebracht, ne, das kommt alles nach und nach. Jetzt müsste man hier die Kante nochmal ein bisschen Richtung A-Säule bringen, bevor man das hier halt abschneidet, aber ja, bevor hier weiter gedengelt wird, warten wir ab. Aaron kommt in diesem Video auch nochmal vorbei und dafür will ich jetzt hier heute ordentlich vorbereiten, ordentlich den Kasten alles freilegen, die Tür so, dass man sie wieder einbauen kann und dann kann Aaron meinetwegen auch vorbeikommen, aber so stehen wir jetzt hier und kommen wieder nicht weiter. Ich muss ein bisschen was schaffen heute noch. Damit ist auch hier... Ich bin gespannt, was am Ende des Videos los ist. So, versteht ihr das? Außerdem, ein kleiner Tipp noch. Jetzt ist dieses T-Shirt hier noch 2 Tage bestellbar. Oder heute letzter Tag. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, das letzte Mal hört ihr jetzt von diesem T-Shirt. Bestellt gerne. Supportet, wenn ihr Bock habt, ne? Der Shop brennt, Alter. Danke überhaupt für die ganzen Bestellungen, die hier schon rausgegangen sind. Gut, bis gleich. I've been giving you the worst. Now you wanna stay the night. Pretty how you wear a car for me. Why forgetting how to talk? Nah, I don't like no humble beats. Just go and suss it up. Now it's time to marinate. And right after we're done. I like it when you're looking like. Tag, aber es soll weitergehen an dem Bus. Ich war richtig, richtig fleißig und habe hier den ganzen großen Kasten alles freigelegt. Hier von unten die Kante abgeknibbelt. Da seht ihr das alles. Alles sauber gemacht, dass man jetzt hier mit der Pumpschweißzange rangehen könnte und ihn wieder anschweißen könnte. Ja, außerdem hier oben das ganze Blech bereitgestellt. Hier bin ich jetzt noch nicht ganz fertig. Das muss ich auch noch abhaben. Hier die Kante unten. Aber grundsätzlich habe ich hier schon mal richtig viel geschafft. Da ist auch das alte Stück Blech da, was ich, ja, so für Dekozwecke, sag ich.
ich jetzt einfach mal, ne? Außerdem habe ich hier auf der Tür ein bisschen rumgehauen. Ihr habt das schon im Video gesehen. Die Kante kam hier ziemlich weit raus. Da habe ich ihn hier unten auf der Ecke eingeschlitzt, habe ihn ein bisschen reingehauen, habe ihm von da noch ein bisschen gegeben. Ist nicht schön, aber Hauptsache, das passt da rein, ne? Hier ist jetzt auch alles freigeschnitten, was hier an Rost war und so. Ihr wisst Bescheid. Jetzt kann man da noch mal ein bisschen konservieren oder was. Und ja, ihr seht hier schon den Bus aufgebockt, wie er da steht. An dem bin ich auch noch mal ein bisschen beigegangen und habe ihn da mit dem Wagenheber ein bisschen hochgepumpt. Da ja hier so ein kleiner Knick im Kniestück ist, ne? Der Knick ist schon extrem rausgegangen. Wenn man überlegt, wie doll der am Anfang war, ist das schon richtig gut gewesen. Aber ich habe den Eindruck, das gehört hier noch ein bisschen höher. Deswegen, ja, habe ich den hoch und dann bin ich da hinten drauf rumgehüpft. Ich weiß nicht, ob das wirklich kam. Dann habe ich hier auf dem Stück von der A-Säule rumgehauen. Weil meine Überlegung ist jetzt, eigentlich das untere Scharnier so weit zurechtzukriegen, dass ich die Tür an dem unteren Scharnier anschrauben kann und erstmal so, ja, auf und zu machen kann und Schloss fallen lassen kann. Außerdem habe ich hier an der Front nochmal ein bisschen rumgehauen, versucht den hier weiter rauszukriegen, den hier ein bisschen, ja, in die grobe Form bringen. Aber das ist hier wieder so eine Spezial-Extremo-Falte. Bin ich mal gespannt, wie die am Ende da noch kommt. Viele Hammerschläge. Da muss hier die ganze Kante noch hochgebördelt werden, ne? Ganze Länge. Bin ich auch dran. Ja, was ich noch gemacht habe, ihr seht ihn schon, wie er da hochdrückt. Ich habe hier die Presse untergestellt und habe das Ganze mal hochgedrückt. Da der Spalt hier vorne, dieser Spalt war sehr unterschiedlich. Hier drüben hat man 12,5 von Sicke auf Sicke und hier war ich bei 8 oder sowas und jetzt bin ich da auch bei 12,5 wieder. Ich habe ihn jetzt ein bisschen ruhen lassen. Ja, hier sieht man ja, wie hoch er, viel zu hoch er kommt da. Mal gucken, ob man ihn ein bisschen zurückkriegt. Ich entspanne das jetzt mal ein bisschen und dann, ja, geht das hier gleich weiter. Ich denke mal, die Tür soll noch mal rein. Mal gucken, wie das jetzt passt. Vielleicht kommt man mit dem Scharnier schon annähernd in die Richtung. Eigentlich wollte Aaron heute kommen, aber leider ist er krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Jetzt muss ich hier erstmal selber sehen, wie ich weiterkomme, wie ich weitermache. Ich habe auch noch nicht so ganz den Plan. Entweder schneide ich jetzt die Geschichte da unten so ab, dass ich den hier nachher direkt draufsetzen kann. Oder ich baue hier irgendwas mit dem Schuh. Dann weiß ich nicht. Lasse ich ihn hier, ja, tausche das Stück nachher bis hier und setze hier eine schöne Naht rum und lasse das Stück nach oben hin stehen. Oder tausche ich ihn wirklich bis darüber rein? Das sind alles Fragen, die sich mir noch stellen. Ich weiß gar nicht, wie ist er da aufgebaut auf dieser Ecke und so. Ich weiß es nicht. Ich muss das gucken. Ich muss es sehen. Aber als erstes, ja, lassen wir jetzt mal hier Druck draus und dann gucken wir mal, wie weit der Kram zurückkommt hier wieder, ne? Könnt ihr sehen? Ja, glaub gar nicht so viel zurückgekommen, ne? Woo! Naja, jetzt ist auf jeden Fall der Scheibenrahmen an der Stelle zu hoch. Aber lieber ein bisschen zu hoch als zu tief. Ich meine, vorher war ich die ganze Zeit zu tief. Das kann ich mir jetzt noch entspannt wieder ein bisschen runterhauen. Und ich hätte auch echt extrem Bock, hier mal eine Frontscheibe reinzuziehen. Einfach mal so zu gucken, ob das geht nur, weißt du? Aber ja, Leute, ich würde sagen, Attacke, bis gleich. So, Leute, puh, nächster Tag hier. Gestern war Philipp noch da, der von dem roten Varianten da drüben, sein Typ 3. Haben wir hier auch auf dem Kanal aufgebaut. Guckt euch die Videos gerne an. War ein hartes Projekt. Naja, egal. Philipp war gestern hier und hat mir hier noch ein bisschen geholfen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, deswegen haben wir mehr gequatscht als gefilmt und geschafft so. Aber es ist auch egal, wir haben ein bisschen was geschafft. Nämlich haben wir hier die Tür wieder reingeballert. Oh, Magga, wie belastend ist das denn hier? Die seltene Flensflasche runtergefallen. Wer rödelt denn hier, Alter? Naja, sieht ja nach mir aus, aber ich glaube, hier ist noch jemand anderes zugange, ey. Muss euch das sagen? Ich glaube, wir haben hier Mäuse in der Halle, Alter, oder Ratten, ey. Keiner weiß genau was. Wir haben jetzt schon mal Fallen aufgestellt und so, aber bockt nicht so. Egal, wir bleiben beim Thema. Wir haben jetzt die Tür nochmal reingehangen und ja, jetzt ist sie wieder ein bisschen runtergerutscht hier, weil sie ja nur mit diesem Spanngurt fixiert ist. Aber grundsätzlich, gestern hatten wir ja schon mal so ein bisschen ausgerichtet. Geht sie rein, das passt schon mal ganz gut. Das Kniestück scheint hier unten in der Ecke nur wirklich, ja, wie gesagt, die Tür sitzt gerade nicht ganz, ne? Also die muss echt noch ein bisschen hoch und ein bisschen rein kann die auch. Trotzdem sitzt an der Ecke das Kniestück nicht wirklich. Ich will das nochmal mit der Presse ein bisschen rauspressen, dass ich da besser hinkomme. Ich denke mal, ja, es wäre schöner, wenn ich da nochmal Hilfe bei habe, weil mit der Presse alleine rumhantieren, halten, pumpen und sowas, das ist echt kacke. Und dann da unten auch kein Platz in der Grube. Wäre sowieso schön, wenn man den Bus mal nach vorne holen kann, weil hier hinten, Alter, hast du keinen Platz, dich drehen zu wenden. Steht immer alles voll, hast keine Möglichkeit, was abzulegen. Nervt ein bisschen, weil vorne ist ja der perfekte Schrauberplatz, hat man viel Platz. Egal, es geht jetzt hier erstmal weiter. Wir wollen mal gucken. Momentan liegt draußen halt Schnee. Ich zeige euch das eben, wie das aussieht hier bei uns.
Hier, Winter Wonderland. Ich kann euch sagen, wie es ist, Alter. Es ist echt Schnee am Start, ne? Die Lichterkette ist schön eingeschneit auch und so. Ja, wie dem auch sei, deswegen ist es jetzt gerade ziemlich schwierig, die Autos nochmal alle umzustellen. Vor allen Dingen, weil der fährt ja nicht und der fährt ja nicht. Der Karmann, den wird man ja aufschieben und nicht hier fürs am Umrangieren anschmeißen. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwann in den nächsten Wochen nochmal taut. Und wenn es tauen sollte, dann will ich umpuzzeln, dass entweder der Bus hier vorne steht und der Käfer ein weiter hinten, dass man hier vorne an der Front bei kann. Dann liegt da die ganze Motorradscheiße von Eddie noch. Das muss auch mal weg, Alter. Ich muss hier Platz kriegen. Naja, wie es aussieht, Jascha packt hier seine Sachen zusammen. Der wird hier früher oder später auch komplett aussteigen aus dieser ganzen Halle da. Hat er schon mal im Regal ordentlich Platz geschafft. Wie dem auch alles sei, das werde ich dann, ja, wenn das irgendwie alles losgeht, mal hier auch alles einmal auf links drehen. Das sieht hier überall so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Hier muss mal richtig aufgeräumt werden. Dann gibt es mal ein richtiges Frühjahrsputz-Winter-Video. Ich weiß halt nicht, wann das losgeht, ne? Aber ja, egal. Es soll jetzt hier um Bus gehen. Ich labe euch hier voll. Und am Bus ist die Lage definitiv so. Wir haben jetzt gestern diese Falz hier hochgekrempelt, die so um die A-Säule rumgebördelt ist, ne? Dass man die halt so ein bisschen aus dem Weg hat. Und dann war ja hier so eine extreme Falte drin. Ich blende hier nochmal kurz eine Szene ein, wie das voraussah. Auch da sieht man das kaum, aber das war hier so richtig extrem. Extrem war es einfach nur. Und das haben wir jetzt gestern noch ein bisschen gezogen und ja, diese Falte da rausgeholt. Jetzt geht es darum, dass eigentlich diese ganze Front hier wieder zurück müsste. Man muss... Oh, jetzt rutscht die Tür wieder. Ja, man muss jetzt mal gucken, wie, wo, was. Eigentlich würde ich ja hier am liebsten, wie gesagt, die Front jetzt abschneiden. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich weiß momentan auch nicht so wirklich weiter. Ich brauche hier Rat, wie ich als nächstes, ja, den nächsten Handgriff machen soll. Ich habe euch ja schon gesagt, jetzt da unten den Klotz abzuschneiden und das auf Stoß anzupassen oder einen Schub bauen. Keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal beigehen und hier oben die Kante, da habe ich gestern schon mal einmal rüber geschliffen, die wirklich echt bis aufs letzte einmal entfernen, dass die aus dem Weg ist, weil dann ist das alles soweit eigentlich vorbereitet, dass man das da, ja, hinterbauen könnte irgendwie, ne? Dann habe ich hier noch eins, zwei Blechkanten, wisst ihr ja, ne? Das muss auch nochmal einmal raus. Da will ich mich jetzt auch drum kümmern. Oder was heißt will, ne? Ich muss. Ja, guck mal. Seht ihr das? Ja, man sieht das kaum, ne? Aber ja, die Front, die muss richtig nochmal irgendwie hier wahrscheinlich gezogen werden und dann da drüben reingetrieben werden. Und dann ergibt sich das wahrscheinlich auch richtig. Beim letzten Mal habe ich noch gesehen, hier hat er auch einen Knick. Wahrscheinlich ist er ab hier wirklich rübergefallen, weil es war ja krass, ne? Naja, Leute, ich werde die Kante da jetzt runterknibbeln. Ist auch echt kalt, heute leider nicht so viel Zeit, aber es geht weiter. Bis gleich. Jetzt hier ordentlich weitergemacht. Guck mal, die Kante ist jetzt befreit. Ich habe von außen, na, kann ich sie nicht, na, ist in 1000 Stücke klein gerissen. Egal. Ich habe von außen, habe ich jetzt das Blech dünn geschliffen und dann konnte ich hier mit dieser Kneifzange hier, konnte ich mir das Blech packen und das so runterkrempeln. Und jetzt sieht man hier genau, da steht das noch überall an den Schweißpunkten. Die schleife ich jetzt einmal weg und dann, wenn die weggeschliffen sind, ja, muss das Blech hier noch einmal gerichtet werden. Das ist ein bisschen verbogen, stellenweise, ne? Ja, aber dann habe ich das alles eigentlich soweit vorbereitet, dass das Einschweiß fertig ist. Hier muss ich mir das sowieso mal überlegen, weil eigentlich müsste ich jetzt quasi das ja nachher zweiteilig einschweißen. Erst das Blech einschweißen, Nähte verschleifen, dann ist das erste Stück vom Träger schon mal wieder hinterm Dach und danach dann dieses Deckblech wieder aufsetzen und einschweißen, weil so würde ich ja jetzt nicht einmal rumkommen zum Verschweißen. Oder ich schlitze am Dach ein und schweiß wirklich mit der Dachhaut einmal zusammen durch, dann ist die Dachhaut aber auch mit dem Träger verschweißt. Muss ich mir auch noch überlegen. Also
ich habe da echt noch nicht so hundertprozentig den Plan. Wie gesagt, das wäre echt geil. Hier demnächst nochmal ein bisschen, ne? Du weißt Bescheid, Aaron, Alter. Komm, du weißt es doch. Ja, Leute, wie mache ich jetzt weiter? Ich schleife die Schweißpunkte weg. Und dann werde ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf der Front rumdellern. Obwohl man da auch echt alleine auch nicht mehr so gut weiterkommt. Vielleicht nochmal die Frontscheibe reinlegen. Ich weiß das noch nicht genau. Ich könnte die Tür, na klar, auch nochmal rausnehmen. Und unten das Blech, was ich da freigeschnitten habe, das schweißen. Aber Leute, ich schleife jetzt erstmal die Schweißpunkte weg und dann sehen wir gleich, was wir machen. Hier groß umgeräumt. Der Bus steht jetzt hier vorne schön, dass man hier auch toll Platz hat zum Schrauben. Da der ganze Motorradscheiß weg. Hier hat man jetzt richtig Platz in der Grube. Richtig geil. Also es ist noch nicht ganz final aufgeräumt, aber wir haben viel geschafft. Auch hier hinten alles einmal blank wieder. Jetzt steht der Karmann hier richtig, richtig toll. Du. Ja. Ich würde sagen, ich will euch noch mal einmal erinnern, das T-Shirt, ihr könnt das nur noch jetzt einmal kurz bestellen. Ihr würdet das, na klar, hier super supporten. Wenn ihr Bock habt, dann tut es doch einfach, ne? Drückt auf den Bestellbutton und nimmt euch das. Reserviert es euch. Außerdem gibt es jetzt auch diesen Sticker hier im Shop zu bestellen. Für eine kurze Zeit ist er versandkostenfrei. Einfach so ein bisschen als kleines Weihnachtsgeschenk für euch oder so. Weiß ich auch noch nicht, warum. Aber es ist jetzt gerade so. Also falls ihr Bock habt, bestellt auch den mit. Leute, was will ich euch sonst sagen? In diesem Video haben wir ein bisschen was geschafft. Auch wenn nicht zu viel. Wie gesagt, hier ist mal ein bisschen klar Schiff, die Autos umgetauscht. Jetzt kann am Käfer hier auch weiter die Grube genutzt werden und so. Toll steht das alles. Was haben wir gemacht, dieses Video? Hier das Blech rausgeschnitten. Die Ecke von der
Tür ein bisschen umgedengelt. Also ist die Tür schon mal soweit parat. Haben hier die ganze Front hochgedrückt. Haben hier an der A-Säule rumgekloppt, dass das ganze Scharnier ein bisschen weiter rein muss. Ist aber noch nicht hundertprozentig. Dann haben wir hier die letzten harten Falten rausgenommen. Jetzt haben wir nur noch wirklich, ja, Blech, was am Ende geschlichtet werden muss. Außerdem ging es auch klar richtig hart weiter mit dem großen Scheißteil hier. Das waren Stunden über Stunden Arbeit. Das alles so komplett frei zu schleifen und machen und tun. Das ist richtige Fleißarbeit gewesen. Aber ich bin froh, dass dieser ganze Kasten jetzt hier fertig ist zum Einbau quasi. Man hat jetzt das Blech so vorhand, dass man loslegen kann. Also wir haben wieder ein bisschen was geschafft hier am Bus. Ich würde sagen, trotzdem, nächste Woche geht's erstmal weiter am Käfer. Wäre schon geil, wenn dieser Motor hier mal zusammenkommt und wir das Ding da einbauen. Mal gucken, ein bisschen Elektrik machen. Weil, ganz im Ernst, Nelly, die würde sich auch freuen, wenn es hier mal weitergeht. Seit einem Monat steht das Ding jetzt hier still. Wir haben nur Buskram gemacht. Und jetzt mittlerweile ist am Bus schon wieder so gut. Guck mal die Front vorne an, wie geil die Konturen da sind und so. Da, an der Seite, da, hier so, zack, zack. Das hat richtig Form wieder, das hat richtig Gesicht. Ja, Leute, und in diesem Sinne will ich jetzt auch mich verabschieden von euch. Mit dem letzten Hinweis hier, dass das T-Shirt bestellbar ist. Aber wirklich auch nur noch heute Abend oder morgen Abend, glaube ich auch. Aber egal, nur noch jetzt. Und dann geben wir Gas, dass das bis Weihnachten hoffentlich bei euch ankommt. Leute, ich verabscheue mich. Bis dahin.